Ja, hallo meine lieben PES-Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem weiteren Patch-Tutorial hier auf eurem Lieblings-PES-Kanal bei Chris Cross. Was geht bei euch? Leute, Version 4 ist draußen von dem PES-Universe-Patch. Die anderen Versionen habe ich für euch schon erklärt in einem Tutorial. Heute gehen wir wieder Schritt für Schritt hier durch, damit ihr auch alles vollständig habt. Das ist der aktuellste Patch von PES-Universe. Da habt ihr alles wirklich am Start. Ne? Also macht es genauso, wie ich es in diesem Video mache. Dann spare ich mir die Arbeit, das tausendmal zu erklären, und ihr spart euch viele Kommentare, um da nochmal nachzufragen, wie es geht. Obwohl, Kommentare sind ganz nice, also haut sie trotzdem rein. So Leute, also wir gucken mal rein und ich zeige euch, was ihr Schritt für Schritt tun müsst. Ihr braucht auf jeden Fall einen USB-Stick, Leute, den formatiert ihr auf FAT32, das ist ganz wichtig. Das nur mal schon mal vorneweg, ne? So, auf geht's. Wir gehen mal rein. Wir gehen nämlich auf die Page von PES Universe, Leute. So, Leute, das ist hier die Seite von PES Universe. Da müsst ihr euch natürlich anmelden. Und dann gibt es hier die Version 4, ist hier PS4 und PC. Genau, und dann scrollt ihr runter und dann könnt ihr auch das schon anklicken. Und wenn ihr dann den Patch angeklickt habt, also die Full Version, die volle Version heißt das, glaube ich, oder? Dann kommt ihr auf diese Seite und dann müsst ihr hier oben ein Passwort eingeben. Das kann ich euch jetzt leider nicht nennen, weil dieser Patch nur für Silber- und Goldmitglieder ist. Das kostet halt entweder ein Fünfer oder ein Zehner im Jahr. Einmalig, Leute, ist dazu gesagt. Und dann könnt ihr euch das downloaden. Ihr seht hier, der File ist um die 600 MB groß, deswegen dauert das Patchen auf jeden Fall ein bisschen. Aber das werde ich für euch auf jeden Fall skippen, Leute. So, genau. Wir gehen rein und gucken. Hier haben wir den WePass-Ordner, Leute. Den wollen wir dann öffnen. Und zwar mit dem WinRAR-Programm. Das ist ein Programm, das ist kostenlos, Leute. Und wir wollen das dann entpacken. Nach und das machen wir dann auf unseren Desktop und dann geht's los. Und dann entpackt er das und dann, ja Leute, läuft der Hase hier. Und dann gehen wir gleich ins Game und ich zeige euch, was wir machen müssen. Vorher ziehen wir uns diese Dateien aber auf den Stick und ich zeige euch, welche Dateien ihr als erstes auf den USB-Stick packen müsst. Ja Leute, wenn ihr dann den WePass-Ordner entpackt habt, müsstet ihr folgende Dateien sehen können. Apply Data, Don't Apply Data, Credits and Thanks und Clashman Tactics. Dieses Clashman Tactics ist folgendes. Da hat sich einer die Mühe gemacht, die ganzen Aufstellungen nochmal aufzulisten der einzelnen Teams und wie er dagegen spielen würde oder wie er mit diesem Team spielen würde. Zum Beispiel beim Anstoß diese Formation, in Ballbesitz ordnet er sie so an, bei Gegnerballbesitz so. Ja, das ist wahrscheinlich eine Empfehlung, Leute, probiert's aus. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich eher der MyClub-Zocker bin, aber für den einen oder anderen vielleicht interessant. Wir gucken in den WePass-Ordner rein und nehmen als erstes hier die Datei Don't Apply Data. Ja, wenn ich das falsch ausspreche, Leute, mein Englisch ist nicht das geilste. So, gehen auf kopieren und kopieren diesen ganzen WePass-Ordner, wie gesagt, in unseren oder ja, auf unseren USB-Stick, auf unseren formatierten USB-Stick. Rechtsklick, einfügen und dann habt ihr den WePass-Ordner am Start. Ja, das kopiert jetzt eine kurze Weile, Leute. Das skippe ich jetzt natürlich und bis gleich. Ja, Leute, als allererstes müssen wir ins Game gehen. Als allererstes müssen wir ins Game gehen und PES 2020 starten, Leute. So, Leute, im Hauptmenü angekommen, müssen wir jetzt in den Editiermodus. Der befindet sich unter Einstellungen, Editieren. Da gehen wir jetzt rein und wir müssen alles runterschmeißen, ne? Wir müssen alles wieder löschen. Guckt einfach, ob ihr eure ja, selbst erstellten Embleme oder Trikots behalten wollt. Und probiert es aus, ob es klappt. Wenn nicht, dann müsst ihr alles nochmal neu machen. Aber wir gehen jetzt hier mal auf, wie gesagt, importieren, exportieren. Und dann gehen wir auf Bilder löschen, Leute. Und wir müssen alles halt, wie gesagt, runterschmeißen. Alle Bilder löschen. Da könnt ihr natürlich ausgewählte Bilder löschen. Da könnt ihr natürlich nochmal gucken, wo sind die ein oder anderen Trikots dabei, die wir jetzt nicht löschen wollen. Das sind zum Beispiel meine eigenen erstellten hier. Da habe ich jetzt nicht so Bock, dass die danach weg sind. Ansonsten werden alle runtergeschmissen. Ist dann halt so. So, die werden dann gelöscht, Leute. Genau, dann gehen wir auf S.
Da gucken wir dann auch nochmal alle anklicken, ausgewählte Bilder, ob da noch welche dabei sind, die von uns selber erstellt sind, weil da müssen wir uns die Arbeit im Nachhinein nicht machen. Da könnt ihr nochmal ganz nach unten scrollen, weil da befinden sich meistens eure eigenen Dateien. Nur mal so als kleiner Tipp, Leute. Erst alle auswählen, dann ausgewählte Bilder löschen und dann könnt ihr nochmal gucken, ob sich hier unten eigene befinden. Nein, unter der Größe S keine eigenen Pics am Start, deswegen auch alle löschen, Leute. So, 651 Pics werden gelöscht. Das skippe ich jetzt wieder. So schnell geht das. Zack, 650 oder 51 Bilder gelöscht. Ja, und so machen wir weiter, Leute, ne? Alles muss runter. Wir gucken auch noch mal hier, ob ich da mein eigenes Emblem drin habe. Kann schon sein, dass da mein Criss-Cross-Symbol am Start ist. Das ist das Einzige, das ich drin lasse. Und zack, Bilder löschen. Dann brauche ich das halt nicht noch mal reinkopieren, ne? Also, wenn ihr euch das einfacher machen wollt, alles runter. Ich probiere es jetzt so aus. Falls dann Speicherplätze fehlen, nehme ich das auf meine Kappe, Leute. So, Wettbewerbsembleme auch. Zack, alle Bilder löschen. Da habe ich, glaube ich, keine eigenen am Start. Wir können auch mal gucken. Aber da ist alles schon soweit ausgewählt. Das heißt, hier alle Bilder löschen. Zack. Das geht jetzt auch etwas schneller. Da können wir nochmal am Ball bleiben. Sehr gut. Trainerfotos. Zack, alle Bilder löschen. Das wird alles neu gemacht. 173 Bilder sind das. Die werden jetzt auch alle runtergenommen, Leute. Fertig. Und Stadionbilder, alle Bilder löschen. Das muss man nach und nach machen, Leute. Ansonsten funktioniert das nachher nicht. Deswegen, wir hauen jetzt alles runter und dann alles wieder drauf. Und das erkläre ich gleich Schritt für Schritt, wie es halt geht, ne? Den USB-Stick haben wir ja schon in dem Sinne vorbereitet mit der No-Apply-Data-Datei. Und gleich werden wir dann ans Installieren gehen. Hier alle Bilder wieder auswählen. Ausgewählte Bilder löschen, falls ihr eigene Logos installiert haben solltet. Habe ich, glaube ich, gemacht. Ich habe eigene Sponsoren, die auch wirklich meine Sponsoren sind, da drin. Wie jetzt hier. Da feiere ich einen neuen Abonnenten hier in meinem Video. Geil. Die Mucke könntet ihr jetzt nicht hören, aber das ist live hier wieder. Leute, die nehmen wir raus. Hier Konami Bayern, Alter. Richtig geil, Alter. Konami ist am Start. Konami Deutschland sozusagen. DX Racer und Level Up, meine Sponsoren, die mich auch wirklich unterstützen. Die lasse ich drin im Game. Und dann löschen wir die ganzen Dateien. So, Leute, jetzt haben wir alles gelöscht. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, weil wir gleich die ganzen editierten Dateien eigentlich löschen müssen, ob diese Sachen noch vorhanden sind. Ich glaube nicht. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, Leute, ob das jetzt was gebracht hat. Ansonsten haut ihr alles runter und das, was euch wichtig war, haut ihr wieder drauf, ne? Also, ich werde jetzt gleich im System auch die Datei löschen müssen, diese Editierdatei, und weiß nicht, ob meine Bilder dann noch vorhanden sind oder nicht. Auf jeden Fall ist es wichtig, dann alles zu speichern. Ja, wir gehen auf Speichern. Zack. Wollen das alles überschreiben. Da sind jetzt, wie gesagt, nur ein paar Bilder noch drin. Und müssen jetzt auch die komplette PES-Datei sozusagen löschen, Leute. Deswegen, wir gehen raus aus dem Game. Gehen in die Einstellungen rein, der PS4 hier im PSN Network, und gehen auf Speicher, gehen auf Systemspeicher und dann auf gespeicherte Daten, Leute. Richtig? Das dauert ein bisschen, weil ich natürlich wieder so viel gespeichert habe. Gehen auf eFootball PES 2020, Leute. Und da müssen wir hier die editierten Daten löschen, editierten Daten sichern löschen. Lasst eure Meisterliga-Daten bloß bestehen. Nur diese beiden auswählen, Leute, ne? Und das war's dann. Die auf jeden Fall löschen.
So, dann gehen wir wieder raus und starten erneut, weil wir wollen ja jetzt die Live-Aktualisierung machen als erstes und dann unseren USB-Stick ja, mit den ganzen neuen Dateien drauf spielen. Wieder starten. So, sind wir wieder im Hauptmenü von eFootball PES 2020 angekommen, Leute. Müssen wir als allererstes die neueste Live-Aktualisierung machen. So, da wollen wir auf jeden Fall alles installieren und drücken auf OK. Editierte Daten werden erstellt. Das wird alles gespeichert. Das passiert automatisch. Speichern abgeschlossen. Okay. Live-Aktualisierung wird ausgeführt. Verwende heruntergeladene Inhalte. Also wird das jetzt sozusagen draufgespielt. Das geht eigentlich auch relativ fix, Leute. Das können wir jetzt hier nochmal machen. Überschreiben, ja, auf jeden Fall. Wird gespeichert. Also brauchen wir das Ganze nicht skippen. Das ist hier Live-Tempo, Leute. So. Ja, da sind wir im Menü angekommen. Wir haben jetzt mittlerweile, Leute, unseren Stick angeschlossen an die PS4. Ganz normal vorne in den USB-Eingang, Leute, ganz klar. Dann gehen wir wieder auf Editieren. Und auf dem Stick befindet sich ja jetzt ja, unsere Datei No Apply Data oder Data. Genau. Und da gehen wir jetzt auf Importieren, Exportieren, Leute. Und gehen auf Team Importieren. Ja, da wählen wir jetzt unseren USB-Stick aus. Ihr kennt es. Ja, und für die neuen, ihr könnt jetzt alle Dateien einfach mit Viereck auswählen. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht gucken, irgendwie einzeln welche auszuwählen oder sonst wie. Nein, mit Viereck kann man alle Dateien auswählen und wir gehen auf Detail-Einstellungen aufrufen. Ganz oben auf den Punkt. Und da brauchen wir keine Haken jetzt zu setzen. Es ist ja No Apply Data. So habe ich das verstanden. Deswegen auch kein Haken. Ab geht's. Okay. Jo, 486 Dateien werden jetzt kopiert, Leute. Solltet ihr mal einen Fehler haben oder eine Fehlermeldung zwischendurch, dann müsst ihr dieses Team, wo ihr die Fehlermeldung bekommen habt, nochmal einzeln draufspielen im Nachhinein. Das heißt, bei diesen ganzen Teams, Dateien zum Laden konnten nicht gefunden werden. Das ist auch geil. Also bei Aston Villa jetzt zum Beispiel, das ist live dabei. Das heißt, Aston Villa müssen wir nochmal einzeln draufspielen, Leute. Merkt euch die Teams jetzt. Aston Villa war es bei mir, okay. Merkt euch die Teams, wo es nicht klappt und die müssen dann im Nachhinein nochmal einzeln draufkopiert werden. Es kann ab und zu mal einen Fehler geben. Das ist ganz normal. Das ist auch von den Patchmakern so vorgegeben in deren Tutorial. Also alles easy, Leute. Schön, dass es jetzt live passiert ist sozusagen. Und das Ganze werden wir jetzt auch noch ein bisschen schneller vorspulen und skippen, Leute. Bis gleich. So, Leute, nach circa ja, 10 bis 15 Minuten ist das Ganze hier jetzt abgeschlossen. Wir haben die ersten Teams importiert und gehen jetzt zurück. Das Ganze auf jeden Fall speichern, Leute. Ganz wichtig. Wollen wir das Ganze überschreiben? Natürlich. So. Und jetzt haben wir die ersten Dateien von unserem Stick sozusagen auf der PS4, Leute. Jetzt sehen wir uns gleich auf dem PC wieder. Ne? Die ganzen Dateien müsst ihr jetzt wieder von eurem Stick löschen und jetzt kommen die anderen Dateien, also der andere Ordner an den Start. Leute, also bis gleich. Das zeige ich euch jetzt. So, Leute, wir befinden uns jetzt wieder auf dem PC. Ich habe jetzt schon den WePass-Ordner wieder von dem Stick gelöscht und jetzt müssen wir hier den Ordner Apply Data. Ja, nehmen, den kopieren wir, also den öffnen wir erstmal und kopieren dann auch den WePass-Ordner auf unseren USB-Stick. Das heißt ganz normal, Rechtsklick, wieder einfügen und dann haben wir den WePass-Ordner auf dem Stick drauf. 1131 Elemente sind am Start. Also dieser Patch, muss man sagen, ist schon relativ groß und es braucht ein bisschen Geduld, Leute, bis alles installiert ist. Aber dafür habt ihr dann nachher den geilsten Bundesliga-Patch. Und auch Patch mit den ganzen anderen Teams, Nationalteams und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir sehen uns gleich wieder auf der PS4. Da geht's weiter, Leute. So, wir sind wieder im Hauptmenü vom Game angekommen, Leute. Das gleiche nochmal. Wir gehen in den Editiermodus und haben ja jetzt den Apply Data Ordner auf dem Stick drauf.
und gehen auch auf Importieren, Exportieren. Dann gehen wir auf Team importieren, wählen wieder unseren Stick aus und wählen hier wieder alle Dateien auswählen auf Viereck und gehen dann auf Detaileinstellungen aufrufen. Aber ganz wichtig, Leute, jetzt machen wir oben hier den Haken. Ne? Oben den Haken machen, dann gehen wir auf OK. Und der Datenimport beginnt wieder, Leute. Das skippen wir. Bis gleich. So, der Datenimport ist abgeschlossen, hat auch maximal, glaube ich, 10 Minuten jetzt gedauert, das Ganze. Wir gehen auf OK. Da gab es jetzt bei mir keine Fehlermeldungen. Genau, und dann gehen wir auf Wettbewerb importieren. So, da wählen wir auch alles aus, gehen auf Detaileinstellungen aufrufen. Und da drücken wir einfach auf OK, ohne irgendwie einen Haken zu setzen. Das sind auch nochmal 56 Dateien, die importiert werden. Und dann geht's gleich weiter, Leute. 54, 55, 56. Datenimport abgeschlossen. Klasse. So. Jetzt, Leute, gehen wir zurück. Speichern das Ganze einmal. Ist immer sicherer, ne? Wenn man zwischendurch echt einmal speichert. Dann braucht man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwie was verloren geht. Leute, das mache ich sicherheitshalber so. So, jetzt müssen wir auf Wettbewerbseinstellungen gehen und gehen auf Zahl der teilnehmenden Mannschaften, weil die Bundesliga nur 18 Mannschaften hat und die J1 League auch. Gehen wir auf 18 und hier unten auch auf 18. Ganz wichtig, merkt euch das. So, jetzt gehen wir mal nach Europa. Und wenn ihr dann L1 drückt, seid ihr hinten und ihr merkt schon, oh, da kann was nicht stimmen. FC Bayern München, Schalke 04, die haben sich irgendwie verirrt hier und Leverkusen auch. Ja, und dann gehen wir mal auf Bayer Leverkusen und skippen einen nach links und da sind wir in der Bundesliga drin und tauschen Leverkusen hier mit Ludo Goretz. Ja, dann gehen wir nochmal auf diese weitere europäischen Ligen. Wählen FC Bayern aus, skippen wieder ein mit L1 in die Bundesliga rein und wählen hier Astana aus, die hier natürlich auch nicht hingehören. Dann haben wir den FC Bayern hier am Start, genau, und gehen hier wieder auf Schalke 04, skippen mit L1 auf Apoel. Hier sind wir in der Bundesliga und jetzt passt das alles, Leute. Jetzt habt ihr die komplette Bundesliga hier am Start. Ne? Welche Mannschaft noch nicht passt, ist, wenn ihr nach Asien geht. Und hier die J1 League habt, dann sind hier auch noch einige Mannschaften, die ja in dem Sinne nicht hier reingehören und getauscht werden müssen. Und zwar, wenn wir da alles jetzt in die richtige Ordnung bringen wollen, müssen wir auswählen hier, ich kann die Namen wahrscheinlich alle gar nicht richtig aussprechen, Montedio Yamagata und skippen zur AFC Champions League. Und wählen hier aus Kashima Antlers. So, dann gehen wir hier gleich runter auf Urawa Reds. Gehen wieder mit R1 zu dieser J1 League. Wählen hier Umiya Adia aus. Ja, gehen dann hier auf Ventforet Kofu. Skippen wieder zurück. Und da wählen wir Kawasaki aus. Und dann müsste das Ganze jetzt passen, Leute. So, das passt alles. Dann gehen wir wieder zurück. Gehen auf Speichern. So, und wir müssten jetzt den kompletten Patch installiert haben, Leute. Wir gehen mal zurück ins Hauptmenü. Und diese Frage bekomme ich so oft, Leute, ne? Warum werden diese Mannschaften jetzt hier im Freundschaftsspielmodus oder auch woanders immer so angezeigt, dass sie nicht der wahren Stärke entsprechen? Ja? Dass sie nur 3 Sterne beziehungsweise 4 Sterne Teams sind, das kann ich euch ganz leicht erklären. Wenn ihr jetzt hier drauf geht, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach, ne, ihr seht's, ne? Oh, 2 Sterne, 3 Sterne, kann nicht sein, Ludo Goretz hier noch am Start und so weiter. Leute, das liegt daran, dass ihr die Live-Aktualisierung eingeschaltet habt. Ihr müsst auf R3 drücken. R3 unten steht es auch nochmal, unten drunter. R3 drücken. Dann müsst ihr die Live-Aktualisierung unbedingt, Leute, ausschalten.
Unbedingt ausschalten und dann werdet ihr sehen, oh, Borussia Dortmund wurde auf einmal 4,5 Sterne. Was ein Wunder. Mega geil, habt ihr alles am Start, alles original. Könnt ihr auch nochmal gucken, ne? Die ganzen Mannschaften, die wir eben verschoben haben, sind auch da. Leute, dann können wir jetzt zum Beispiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund zocken. Und ja, habt auch die Originalnamen hier alle am Start, ne? Seht ihr auch schon. Weigel, Witzel, Piszczek und so weiter. Alles da. Natürlich habt ihr im Game jetzt hier in der Aufstellung keine originalen Spielergesichter, aber ihr habt die Originalstärken von allen Spielern und habt die originalen Namen. Pizarro hier mit einer 74, auch geil, kommt gleich vorne rein. So, Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, euch das Ganze mal wieder zu erklären und zu erläutern. Ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen. Ich hoffe, bei euch klappt es. Wenn doch irgendwie was schief geht, Leute, könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Wenn euch das gefällt, dass ich solche Tutorials für euch mache, solche Patch-Tutorials, dann lasst doch gerne jetzt an dieser Stelle den Like da. Würde mich mega freuen. Und ein kostenloses Abo, wenn ihr diesen Kanal noch nicht kennt. Ich mache, wie gesagt, nicht nur Patch-Tutorials. Es gibt Streams hier. Es gibt Tutorials, wie man auch besser wird, zum Beispiel in der Verteidigung. Alles auf meinem Kanal. Leute, guckt es euch an und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream, meine besten Freunde. Bleibt geil, zockt viel und bis zum nächsten Mal. Tschaußen!